Als Anlagenmonteur baut man bei der Highvolt Hochspannungs-Notstrom-Prüfsysteme auf. Idealerweise hat man eine Ausbildung zum Mechatroniker oder ähnliches. Ich habe hier angefangen als Quereinsteiger beispielsweise. Und man sollte handwerklich geschickt sein, eine gewisse Auffassungsgabe haben und Zeichnungen lesen können. Man sollte auf jeden Fall teamfähig sein. Und ich könnte sagen, Englisch sollte schon vorhanden sein. Wenn man mehr Sprachen spricht, ist das natürlich immer vorteilhaft. Wir haben einen Produktkatalog und nach Kundenwünschen wird dann natürlich noch umkonstruiert und dann meistens noch individualisiert. Wir bekommen die Teile bei uns hier aus dem Lager in Einzelteilen, vorgefertigt zum großen Teil, und komplettieren die dann zu einer kompletten Anlage. Wir versuchen immer, die Montagezeit so kurz wie möglich zu halten und dementsprechend müssen wir hier natürlich gut vorbereiten. 95% unserer Produkte gehen ins Ausland und das weltweit. In Südafrika zum Beispiel hat der Kunde eine mobile Anlage bestellt und wollte auf einer Plattform noch zusätzliches Material installiert haben. Und ich war dazu da, um den Leuten die Installation zu erleichtern. Die Stimmung beim Kunden ist eigentlich immer sehr entspannt. Und wenn man als Team reist, ist es eigentlich immer sehr lustig. Ich hatte das Glück, in den letzten 3 Jahren für 2 Wochen immer so 3-mal im Jahr weg zu sein. Man hat etwas von der Welt gesehen, man hat Abwechslung, man lernt andere Kulturen und Leute kennen, aber man freut sich auch, wenn man wieder nach Hause kommt.